Willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Wir sind jetzt hier im... Ich denke, es ist wirklich der allerletzte Level. Normale Level des Spiels. Es folgen ja noch zwei Bosskämpfe. Aero-Chaos nennt sich das Ganze. Und hier werden alle Level... Alle Gegner nochmal aufgeführt, die wir im Spiel schon platt machen durften. Und das wird doch sehr interessant und schwierig vor allen Dingen. Aber es macht mir genau Spaß, diesen schwierigen Level zu meistern. Weil ich mag ihn auch irgendwie. Auch wenn er schwer ist. Ich meine, schwer ist ja nicht gleich schlecht, oder? Nicht immer. Das war der Checkpoint, jetzt geht's richtig zur Sache. Oder war ich ein bisschen zu dick aufgetragen? Hier haben wir jedenfalls immer erstmal Knollis. Und die Dicken. Da empfiehlt sich natürlich Donkey Kong, ist klar, ne? Wenn wir nur Diddy haben, sehen wir in diesem Level alt aus. Werdet ihr noch sehen. Wow, das war fürchterlich knapp. So, diese Kerle sind ganz mies, die gehen nur mit Fässer kaputt. Also ein bisschen Planung ist erforderlich. Wir sind alle sehr gespannt. Bam. So. Bam. Wenn wir mit dem auf einer Plattform stehen, das kriegen wir nicht gebacke. Oh. Oh. Und das hier ist nicht vom Pappe. Das sieht nach dem Ende aus. Aber waren da nicht noch geheime Bonuslevels? Aber natürlich waren da noch geheime Bonuslevels. Na gut, machen wir es nochmal. Und wisst ihr was, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Bonuslevel ganz am Ende war. Da muss man sich nämlich hinablassen. Warum mir das jetzt erst einfällt, ist mir halt auch ein Rätsel. Wir werden das Kind schon schaukeln. Nun denn. Wir schaffen das schon. Mit vereinten Kräften. Danach haben wir alle regulären Levels gelöst, Freunde. Und das wäre doch Dufte. Oder? Uiuiui. Naja, genießen wir das. Die letzten Augenblicke. Aber es warten ja noch zwei, drei Nachfolger auf uns. Alles kein Problem. Bis auf diesen Sprung. Der uns hätte geführt zum Checkpoint-Fass. Oh. Technische Schwierigkeiten. Leute, lasst euch nicht stören. Lasst mich nur mal ganz, ganz kurz gucken, wie sich das hier äußert. Ich musste mal kurz was abchecken. Sorry, 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 sorry. Okay, alles klar. Tut mir leid. Ich musste was gucken wegen Aufnahme und bla bla. Hab ich vergessen. Spazieren. Ich hoffe, das trübt nicht euren Spaß an diesem letzten regulären Level von Donkey Kong Country. Leute, 2021 Parts. Das ist viel mehr, als ich mir erst vorgestellt hatte. Hoffentlich passt das noch hin mit Donkey Kong Country 4. Wir wollen ja noch Teil 2 und 3 lösen, bevor Teil 4 rauskommt. Aber wenn es wirklich so lange dauert, hey, mein lieber Schwan. Zumal ich in Erinnerung habe, dass Teil 2 und 3 viel länger sind als Teil 1. Hatte ich das Empfinden damals.
Und sie haben auch viel ganz anderes Flair. Ein bisschen ausgebaut, finde ich. Also in Donkey Kong Country 1 fehlt mir immer irgendetwas. Aber ich kann nicht genau erklären, was. Es ist einfach viel zu still, viel zu natürlich. Schon allein, dass in Teil 2 und 3 Geld benötigt wird, macht das Ganze doch viel menschlicher. Alles muss Geld bezahlt werden. Man kriegt nichts mehr umsonst. Ist das hier das Ende? Richtig. Jetzt hätte ich mich eigentlich mit der Plattform nach unten gleiten lassen müssen. Genau so sieht das aus. Dort gelangen wir zum geheimen Bonuslevel, wo es das gibt. Ich sage euch, wo er ist, aber ich werde ihn nicht einsammeln. Im vierten ist er. Aber ich will ihn nicht haben, das wisst ihr ganz genau. Dille? Gut, adios. Geh mal nochmal zu Cranky. Dass ich das noch erleben muss. Im Dschungelfieber solltest du die Palmspitzen nach Bonusleben absuchen. Fässer mit Stahlreifen zerbrechen, nur wenn sie gegen eine Wand schlagen. Meine Güte, was soll ich denn noch erzählen? Ist doch alles Quatsch. Dann lass es. Gut, wir kommen zum Endgegnerkampf. Nickys Rache. Den kennen wir aus der zweiten Welt. Der hat uns schon mal beworfen mit seinen Nüssen. Diesmal ein bisschen härter, glaube ich. Aber keine Ahnung, wo hier das Problem lag. Nirgends. Ja, okay, er wirft dreimal. Jetzt okay. Das stört mich doch nicht. Und er wirft, zielt ein bisschen genauer auf Donkey Kong. Ah, okay, 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 okay. Niemals den Gegner unterschätzen. Vor allen Dingen nicht. Nicky. Kriegen wir hin. Jetzt spuckt er zweimal. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Nee, oder? Und da kriege ich keinen gezielten Sprung hin. Nicky. Mach mich nicht fertig. Donkey Kong beginnt. Damn. Eins. Eins, zwei. Bam. Eins, zwei, drei. Auch gut. Eins, zwei, drei, vier. Gut gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und K.O. in der fünften Runde. Sieger ist Diddy Kong. Er hält die goldene Banane. Nee, es ist keine goldene Banane, es ist einfach nur die Nintendo-Banane. Wir hätten's, Leute. Es fehlt nur noch der letzte Kampf. Und da wir noch Zeit haben, fangen wir damit an. Hallo, King K. Rool. Ich beginne mit Diddy, damit das Grande Finale Donkey Kong abschließen kann. Ich weiß nicht mehr genau, was und wie der macht. Er wirft seine Krone und dann hampelt er ein bisschen rum. Das kriegen wir schon hin. Warum wirft er seine Krone überhaupt? Also, der Endboss war gar nicht so schwer. Es gibt schwierigere Endbosse in der Welt der Videospielgeschichte. Vor allem diese Kanonen. Ich meine, die machen kleinen Kindern vielleicht Angst, aber ausweichen ist nicht gerade schwierig. Okay, er wirft ein bisschen zügig mit seiner Krone. Okay, aber ein gezielter Sprung. Also wer so weit es geschafft hat, der sollte daran nicht mehr verzweifeln. Jetzt kommen die Kanonen wieder zurück. Das ist natürlich unglaublich schwierig. Und jetzt noch ein drittes Mal. Hin und zurück. Kommst du ein zweites Mal? Und das dritte Mal. Jetzt können wir uns schon vor King K. Rool stellen. Und wir betätigen an dieser Stelle Pause. Ich schätze, das war der vorletzte Part. Und im letzten Part hauen wir ihn auf die Nase und gucken uns die Credits an.
mit 101%. Okay, Leute, bis dann!